Moin Leute, ich melde mich auch mit einem neuen Thema. Das wollte ich damit sagen. Und zwar am Wochenende, erschreckenderweise, haben sich in Trema, irgendwo in Thüringen, 6000 Neonazis getroffen, Rechtsextreme, Rechtsradikale, Rechtsdenkende. Keine Ahnung, ich sage 6000 Verblendete. Ich gehörte dazu, bevor hier irgendjemand wieder klugscheißen will unter den Videos, aber hier unten könnt ihr klugscheißen. Erschreckend, das zu sehen, die Bilder. Immer wieder, das muss ich sagen, nach dem G20-Video ist es ja immer wieder diese Extremen, die da waren, extreme Gewalttäter, extrem Linke, aber auch extrem Rechte, die da mitgemacht haben. Und jetzt treffen sich die extremen Rechten unten in Thüringen. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle, die extremes Gedankengut in sich tragen, die müssen auch dementsprechend sich optisch plus Bauchtasche plus Optik irgendwie zeigen, dass sie irgendwie hässlich sind. Und ich meine jetzt nicht nur optisch hässlich, also dass ich sage, ist nicht mein Schönheitsideal, aber das liegt immer im Auge des Betrachters, sondern ich meine deren Ausstrahlung, deren Charisma, was das mit denen macht. Und ich habe diese Video, die Bilder dieser 6000, die sie unten getroffen haben, die habe ich durchgeklickt. Die wurden ja alle abfotografiert oder großteils von den politischen Gegnern, die da standen und dagegen demonstriert haben. Und die haben die abfotografiert, die haben mir diese Fotos angeguckt, das ist ja erschreckend. Die Ausstrahlung der Menschen, die da hingeht, die ist so negativ. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Die Leute, die Menschen mit wachem Geist und mit offenen Augen sehen, dass das die Menschen, die da hingehen, dass das eine Bande Verlierer ist. Eine Bande, die gar keinen Fall Macht bekommen darf, die auf gar keinen Fall was zu melden haben darf und die auch Gott sei Dank da unten eine kleine Clique ist. Jetzt sagen wir, das sind 6000 da unten. Riesendrama in den Medien, 6000 Neonazis treffen sich, nachdem sie das monatelang vorbereitet haben, durch Gerichte gekämpft haben und so weiter. Dann wurde auf den Gerichten rumgehackt und so weiter. Wie können die das zulassen? Ich bin der Meinung, wir sollten das zulassen. Unsere Gesellschaft kann diese 6000 Idioten vertragen, zu denen ich mal gehört habe, bevor hier irgendjemand sich gleich wieder angepisst fühlt. Ja, du warst selber einer und so weiter. Ja, ich kann das ganz ehrlich bekennen. Ich war damals ein Idiot und bin froh, den Absprung geschafft zu haben. Aber diese 6000, die können wir aushalten, weil gleichzeitig waren hier oben, wenn ich das so sehe, 6000, meine Güte, die reisen aus ganz Europa teilweise an, die kommen aus ganz Deutschland, kamen die sich da zusammen und freuen sich, dass sie einmal am Wochenende raus dürfen aus ihrem Dorf, aus diesen kleinen Gemeinschaften und so weiter und einmal dann auf ihre gleichgesinnten Kumpel zu treffen mit ihren tollen bedruckten T-Shirts von Ich liebe Hitler bis Hakenkreuz bis hin zu 1933. Das sah aus wie die Muppet Show mit ganz bunt bedruckten T-Shirts, die in den 90er hängen geblieben worden sind. Ich weiß nicht, wie doll man sich gegen Style wehren kann, aber Leute, das tut nicht weh, andere Klamotten zu tragen. Wahnsinn. Und das, obwohl ich heute Tarnab habe. Geil, ne? Okay, also Leute, dann habe ich das da beobachtet, was die da wollen, diese 6000. Riesendrama, 6000 Leute treffen sich, verfassungsfeindliche mit Hitlergruß und was weiß ich, Anzeigen geschaltet, aber ein jämmerlicher Haufen. Wenn man die Bilder anguckt, traurig. Jetzt waren hier oben ganz viele Veranstaltungen hier oben im Norden. Was war hier? Hier war die Airbeat. Da waren 40.000 Leute. Dann war hier am Strand Partys. Dann war hier Techno-Veranstaltung. Hier war der Schlager-Move mit 500.000 Leute. So viele positive Veranstaltungen, wo 500.000 Leute hingehen. 50.000, 100.000 Menschen. Und da gehen die Leute hin und da feiern die. Wenn hier Beachvolleyball-Turnier ist am Strand hier in Scharbeutz. Ey, lass mich in Ruhe. Dann kommen da ganz spontan ein paar tausend Menschen hin, die mit guter Laune, guter Stimmung feiern und denen muss man nicht erst sagen, überdeckt eure verbotenen Tätowierungen, überdeckt eure, nimmt keine Waffen mit und was weiß ich so alles. Also total, total krass. Und die sollte man nicht so wichtig nehmen. Scheiß auf die. Jetzt tut man so ein Erstarken, natürlich ist es immer ein Problem, wir müssen dagegen was tun, aber wir halten, die wir als Gesellschaft halten das aus, ich weiß das. Wir haben uns vor 10, 15 Jahren auch schon mit 3.000, 4.000 Leuten in Frankreich getroffen, auf großen Konzerten und so weiter. Und ich kann euch sagen, es ist keine Bewegung. Das ist ein Stillstand, rückwärtsgewandt. Diese Menschen, die sich da treffen, die werden nicht zusammen bewegen. Es ist trotzdem noch eine große Geldmaschinerie für die Leute dahinter, für die Leute, die aktiv sind. Ich kenne so viele, die mir den versenden und so weiter und die das organisieren. Der politische Kampf, den die führen, der ist so minimal und das ist absolut nach meiner Meinung keine Gefahr. Die müssten überwacht werden, dass sie sich nicht weiter in den Extremismus begeben und nicht anfangen, auch wieder in den Bereich des Terrorismus zu gehen, deswegen müssen sie überwacht werden und bekämpft werden. Aber dass die 6000 sich da treffen, das ist absolut keine Gefahr für mich. Guckt euch diese Bilder an. Ich wünschte, ich könnte hier unter einen Link posten, guckt euch die an. Und jeden von euch, der dabei ist, glaubt mir das. Ich war mal dabei, ich habe mal so gedacht. Ich weiß, wovon ich spreche. Es wartet ein besseres, ein positiveres Leben auf euch. Wenn ihr das auch nicht glaubt und ihr bleibt dabei, weil der Freundeskreis, weil ihr euch nicht davon lösen wollt und so weiter, ihr könnt das unmöglich alle so toll finden. Glaubt das nicht alles, was die scheiß Bands da singen auf der Bühne und so weiter. Und ich freue mich schon auf den Shitstorm hier.
ihr könnt euch verändern und ihr werdet danach positivere Sachen erleben. Ich glaube, und glaubt mir das, wenn ihr auf ein Festival geht, wo mit positiver Mucke gefeiert wird und sonst was, werdet ihr ein geileres Leben führen, als wenn ihr euch vor die Bühne stellt und euch anhört, 1933, Deutschland, alles war besser und ihr grölt dazu. Leute, ey, wenn ihr das mal seht, ich wünsche euch, ich könnte euch das sagen, warum ich alte Fotos von mir nicht angucke, weil ich mich schäme. Und ihr werdet diese Fotos, die von euch da gemacht worden sind in Tremer, ihr werdet die auch mal in 10 Jahren angucken und dann werdet ihr euch schämen und dann hoffentlich müsst ihr die eurer Partnerin oder euren Zug mit Kindern nicht zeigen, wie ihr damals in eurem bunten T-Shirt aussah und was für Verlierer ihr abgehangen habt. Also wie gesagt, Leute, mich interessiert eure Meinung dazu. Wie habt ihr das empfunden, dass sich 6000 Leute da unten treffen? Ich freue mich, wenn ihr das Video wieder teilt, kommentiert und so. Folgt mir ein bisschen. Ich muss das einfach mal loswerden. Für mich ist das eine absolute Muppet-Show, die da unten war. Guckt euch die Bilder an. Ich versuche hier unter den Link zu posten. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine Heu von der Küste, Leute.